So, die Bühne gehört euch, Charlene und Marian. Schön, dass ihr da seid. Ich bin sehr gespannt auf euren Vortrag. Viel Spaß dabei, nochmal Riesenapplaus. Ah ja. Vielen Dank. Cool. Applaust. Ja, hi, guten Morgen zusammen. Wir sind ganz glücklich, dass wir heute hier den Start machen können und sind froh, dass wir hier sein können, trotz Corona. Wir wollen euch heute ein bisschen erzählen, wie Procurement bei uns im Unternehmen so aussieht. Entschuldigt vorab direkt, falls ich ein paar englische Begriffe da reinbringe. Unsere Corporate Language ist normalerweise Englisch, deswegen vermischen wir es heute vermutlich ein bisschen. Worum geht es so ein bisschen? Klar, wir stellen uns erstmal vor, wer sind wir eigentlich, und haben uns dann auf vier Punkte fokussiert, die wir euch einfach so ein bisschen mitgeben wollen. Zunächst natürlich, was ist unsere Vision? GPO ist für unsere globale Procurement Organization. Wo kommen wir her und wo wollen wir auch in der Zukunft hin mit dem Bereich? Ein ganz anderes wichtiges Thema für uns ist People Management, sei das jetzt für unsere Mitarbeiter oder auch für unsere internen Stakeholder. Das werden wir euch dann noch ein bisschen erzählen. Und dann haben wir hier unseren System Landscape Experten Marian dabei, der euch dann alles zu dem Thema Processes und Solutions erzählen wird. Und auch wir sind am Anfang, wir lernen immer dazu und wollen das jetzt nicht nur darstellen, als ob alles immer super läuft, sondern wollen euch einfach auch ein paar Learnings mitgeben, die wir hatten jetzt im Aufbau der Procurement Organization. Genau, kurze Introduction. Ich bin Charlene. Mein Background ist eigentlich Travel, also Business Travel. Deswegen ist das auch eine der Warengruppen, die ich betreue. Im Endeffekt mache ich aber alles, was HR-related ist. Also das hat sich in der letzten Zeit so ein bisschen zum IT-Software-Einkauf entwickelt, da die HR-Abteilung im Endeffekt ganz viel auch über IT-Lösungen natürlich regelt mittlerweile. Das heißt, von Talent Acquisition bis Recruiting, Talent Development, das sind alles die Themen, die ich so ein bisschen betreue. Und freue mich natürlich auch, wenn wir einen Austausch dazu nachher weiter haben können. Genau. Und? Sehr gut. Herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Marian. Ich leite den operativen Einkauf bei Delivery Hero. Und in meiner Aufgabe habe ich so drei Cores, die ich betreue. Das ist natürlich der klassische P2P-Prozess, die klassische Operations, sicherstellen, dass wirklich alle Leute schnell, zügig und im Endeffekt auch glücklich sind in dem Bestellprozess. Zusätzlich betreue ich auch die Systemlandschaft, das heißt wirklich End-to-End, alle Procurement-Prozesse, die wir in Delivery Hero haben, auch global. Da versuchen wir wirklich eine sehr, sehr harmonisierte Prozesslandschaft zu erschließen. Und der dritte Part, auf den ich nachher auch noch mal ein bisschen genauer eingehe, sind dann wirklich die Solutions, das heißt die Procurement Solutions. Alles, was wir da im Bereich Procurement nutzen, verantworte ich. Und wir gucken natürlich auch immer nach neuen, innovativen Lösungen. Und das zeige ich euch nachher mal ein bisschen an ein paar Beispielen. Und jetzt zurück zu Charlene. Genau. Bevor wir wirklich dahin in die Praxis gehen, was wir gemacht haben in den letzten Jahren, haben wir gedacht, wir gucken mal drauf, was hat Procurement eigentlich in den letzten Jahrzehnten so gemacht und wo kommt diese Procurement-Einheit vermutlich auch in vielen der Unternehmen, die hier vertreten sind, her? Im Endeffekt hat sich diese Aufgabe vom Procurement einfach in den letzten Jahren unfassbar gewandelt. Ging das jetzt früher primär um Local Sourcing, um auch hauptaugenmerklich Einsparungen einzutreiben, hat sich dann natürlich dahin entwickelt, dass man ein paar größere Aspekte dazu hat, wie Total Cost of Ownership. Solche Themen sind dann einfach irgendwann dazugekommen. Dann ist Sourcing vielleicht auch in eine strategischere Richtung gegangen. E-Procurement kam so ein bisschen dazu. Das sind so alle die Entwicklungsschritte, die man sehen konnte. Und wir sind quasi bei Procurement Today eingestiegen. Und da ist natürlich das Verständnis dieser Organisation oder der Einheit auf jeden Fall ein bisschen verändert, würde ich sagen. Also wir verstehen uns tatsächlich extrem als einen Mehrwertstifter im Unternehmen, als jemand, der einfach ganz stark, so ein bisschen so als Spider in the Web, auch alle Unternehmenseinheiten, die beteiligt sind an dem Einkaufsprozess, zusammenbringt. Es ist ganz, ganz stark fokussiert auch auf das Thema Stakeholder Management, einfach auch Beziehungen im Unternehmen zu schaffen, die nachhaltig einfach dann eben diesen Mehrwert auch stiften können.
Und was ganz wichtig ist, ist auch, dass diese Agilität und das Mindset sich vermutlich auch geändert hat. Also heute ist ja alles dann, sage ich mal, auch gerade bei uns immer ein bisschen schneller und alles brauchen wir sofort. Und das jetzt, sage ich mal, mit einem Compliant-Procurement-Prozess zusammenzubringen, da muss einfach auch das Mindset an der Stelle das Richtige sein, um das voranbringen zu können. Jetzt haben wir natürlich den unglaublichen Vorteil, dass wir dadurch, dass wir erst später eingestiegen sind, gucken können aus den letzten 40 Jahren, was sind so die Dinge, die wir für uns mitnehmen wollen und die wir da auch implementieren möchten und was sind vielleicht die Dinge, auf die wir uns nicht fokussieren möchten. Das heißt, wir können uns so ein bisschen Cherry-Picking, das Beste so ein bisschen rausnehmen und versuchen das dann natürlich gepaart mit dem, wo wir heute stehen und wie wir die Funktion verstehen, für ein Procurement in der Zukunft auch vorzubereiten, wo einfach weiterhin die Idee ist, dass wir natürlich ein Value Generator sind und wo auch Themen wie Data und Digitalization natürlich super wichtig sind. Das heißt, wir verstehen uns auch als eine Funktion, die einfach die Fähigkeit hat, Transparenz ins Unternehmen zu bringen auf einem globalen Level. Und dafür brauchen wir dieses Mindset und dafür brauchen wir natürlich auch Tools aus der Vergangenheit, um uns einfach für die Zukunft in dem Bereich auch wirklich vorbereiten zu können. Jetzt so ein bisschen dazu, wo wir eigentlich herkommen. Wir haben es vorhin schon gehört, Delivery Hero gibt es seit ungefähr 10 Jahren, den Einkauf nicht. Den gibt es seit ungefähr 1,5 Jahren erst. Das heißt, wir haben Anfang letzten Jahres erst damit angefangen, das Thema so ein bisschen in die Organisation auf einem globalen Level zu bringen. Und wie haben wir das gemacht? Wir haben natürlich gestartet bei uns in Central, also wir sitzen in Berlin. Mit wir meine ich also die SE und auch Austria. Die haben beide ihren Headquarter in Berlin. Und wir haben dort erstmal ein Toolkit aufgebaut für uns. Ein Toolkit, wo wir gesagt haben, das brauchen wir, das sind die Best Practices, das sind die 8 Bereiche, die wir sehen, die wir dann auch in die Märkte bringen wollen und können und haben die dort erstmal etabliert, sind aber schon so weit, dass wir die erste und die zweite Welle abgeschlossen haben, das Thema auch wirklich auszurollen. Und ihr seht schon, hauptaugenmerklich LATAM und Korea, also wir sind gestreut weltweit als Marke mit unseren eigenständigen Marken auch in den Märkten. Das heißt dort nicht Delivery Hero, sondern vielleicht hat es jemand schon mal gehört, Pedidosya oder Yu-Gi-Oh! Das sind dann die Marken, die wir in den Märkten haben, genau. Hatten wir eben mit LATAM Korea begonnen, haben mit APEC und MENA weitergemacht und haben das tatsächlich auch alles schon finalisiert und ausgerollt. Was jetzt als nächstes geplant ist, sind die Nordics und Turkey und in der letzten Welle dann auch der Rest of Europe. Jetzt wollen wir ein bisschen genauer gucken, was ist dieses Toolkit eigentlich? In Anbetracht der Zeit versuchen wir uns einfach mal auf 4 Punkte so ein bisschen zu fokussieren. Ich habe schon gesagt, wir sehen diese 8 Bereiche als die, die den größten Value bringen, auch auf einem globalen Level. Das sind die, die wir in den Märkten, in die Märkte bringen können. Ja, natürlich verstehen wir uns genauso wie im klassischen Procurement-Sinn als eine Einheit, die zu Compliance beiträgt. Deswegen ist Vision and Governance natürlich einer unserer Main Cornerstones, auf die wir gucken. Wir haben natürlich helfen den Märkten dabei, eine Policy zu etablieren. Wir versuchen, Approval-Prozesse live zu bekommen. Einfach, ich meine, auch weil wir jetzt auch ein DAX-Unternehmen sind, ist das natürlich unfassbar relevant für uns, dass wir gucken, dass wir die Prozesse dann natürlich alle einhalten. Und das ist natürlich ein ganz großes Thema und vielleicht auch gar nicht so unfassbar einfach für so ein Unternehmen, das 10 Jahre ohne eine Procurement-Einheit gearbeitet hat. Zu Processes and Controls und auch Solutions würde ich erstmal nicht sagen, weil ich glaube, da haben wir nachher noch genug dazu. Worauf ich aber noch kurz eingehen möchte, ist dieses Employee Management. Auch da, ich meine, wenn wir gucken, wo kommt Procurement her und wo geht Procurement hin, haben wir uns natürlich schon die Frage gestellt, wie sieht so ein Einkäufer von heute aus? Was braucht der für ein Mindset? Was muss der mitbringen, dass er genau das, sage ich mal, in die Realität auch übersetzen kann? Ja? Und für uns ist es einfach unfassbar wichtig, dass wir Leute haben, die wirklich Lust darauf haben, die das in die Hand nehmen, die Initiative ergreifen. Und das ist so ein bisschen was, worauf wir unseren Fokus gelegt haben. Das heißt, wir sind da jetzt im letzten 1,5 Jahren nur jetzt im Central-Team auf über 20 Leute gewachsen aus über 10 unterschiedlichen Nationalitäten. Also das ist super spannend. So können wir natürlich auch ganz individuell auch auf die Bedürfnisse unserer Stakeholder eingehen, weil wir einfach ein super diverses Team an der Stelle aufgebaut haben. Und genau das ist auch, was in den Märkten passiert. Also da unterstützen wir genauso im Recruiting und bauen dort auch die Funktionen mit auf und
sehen das einfach als einen super wichtigen Grundstein, dass dieses Konzept überhaupt in der Realität funktionieren kann. Jetzt sind diese 8 Cornerstones so ein bisschen die Idee, was bringen wir in den Markt. Wir haben aber auch ein paar Guiding Principles, um zu gucken, wie bringen wir das auch in den Markt tatsächlich. Und da ist natürlich nur ein paar jetzt einfach mal rauszubringen, ist natürlich für uns wichtig, dass wir den globalen Fokus immer im Hintergrund haben. Ich meine, wir wachsen weiterhin, wir werden weiterhin Unternehmen zukaufen. Das heißt, es ist für uns unfassbar wichtig zu gucken, wie können wir das auf einer globalen Ebene übersetzen. Außerdem treibt es uns natürlich super an, zu gucken, wie können wir auch einfache Nutzbarkeit in diesem ganzen Procurement-Thema mit einfließen lassen. Das ist für uns total wichtig. Wir haben einen super kollaborativen Ansatz, ja, also wir einfach auch viel im Austausch sind mit den Märkten, um zu gucken, wie können wir das dort wirklich auch erfolgreich etablieren. Natürlich ist Risk und Compliance und auch ethnische Themen sind natürlich Dinge, die uns genauso mit antreiben. Ja? Nur als Beispiel jetzt der Code of Conduct, den wir jetzt auch live genommen haben, das sind natürlich Themen, die uns auch mit in diese Richtung bringen, das auszurollen. Genau, und da unser kleines Spider-in-the-Web-Bildchen. Also wir sind im Headquarter, sehen wir so ein bisschen diejenigen, die diese 8 Cornerstones so ein bisschen bestücken und die dann zu unseren Counterparts quasi in die Märkte bringen. Da sind wir jetzt mittlerweile über 70 Leute, die global für Delivery Hero im Procurement in der Funktion auch tätig sind. Das haben wir jetzt da so ein bisschen mit aufgebaut und wäre jetzt einfach auch wichtig für uns, was ist unsere Vision eigentlich, wo wollen wir damit hin? Und für uns ist einfach Procurement eine ganz klare Serviceeinheit. Wir wollen das erlebbar machen für unsere Stakeholder, wir wollen das ein bisschen innovativ machen, wir wollen das ein bisschen hands-on-mäßig machen. Und natürlich nicht nur für all unsere Märkte bereitstellen, sondern potenziell auch für externe Kunden irgendwann das Modell so aufstellen. Ja, also sagen wir, haben dann einfach unser Paket, das einfach getestet, global auch einfach funktioniert. Und was vielleicht noch ganz interessant dazu ist, wir haben ein paar Values, wo wir sagen, so das ist das, was wir verstehen als Procurement-Einheit, was wir auch unseren Stakeholdern mitgeben können und wo wir auch so ein bisschen versuchen können, unsere Stakeholder zu motivieren, auch mit uns zusammenzuarbeiten. Ich meine, ein Riesenthema für uns ist, ich habe es vorhin schon angesprochen mit dem Thema Daten, natürlich, dass wir Transparenz in das Thema bringen. Jetzt ein Unternehmen, das so wächst wie wir, das unterschiedliche Systeme benutzt, da einfach die Möglichkeit zu schaffen, Spend-Data transparent zu machen und zu kombinieren und den Leuten auch verfügbar zu machen und daraus auch Handlungen ableiten zu können, ist natürlich einer der Mehrwerte, die wir stiften und den auch die Fachabteilung, sage ich jetzt mal, erstmal gar nicht leisten kann vielleicht an der Stelle. Ich meine, klar, Saving steht auch auf unserer Fahne. Das ist natürlich jetzt kein KPI, das wir gestrichen haben. Das ist natürlich auch da weiterhin vertreten. Auch das ist natürlich ein Mehrwert, den wir stiften möchten, wo wir sagen, wir wollen einfach, dass die Fachabteilung sich auf ihre Aufgaben konzentrieren kann und wir dann das ganze Thema drumherum machen. Vielleicht an der Stelle aber nochmal auch kurz zu unserer Rolle. Wir verstehen uns heute tatsächlich auch als Category Manager. Das heißt, wir möchten einfach den Fachabteilungen auch unfassbar viel Fachwissen mitgeben. Deswegen ist es für uns unfassbar wichtig, dass wir verstehen, jetzt in meinem Bereich zum Beispiel mit HR-Solutions, was sind die Tools am Markt, die wir einkaufen könnten? Wie funktioniert auch ein Recruiting-Prozess in einem Unternehmen, um da wirklich einen ganzheitlichen Support als Procurement wirklich liefern zu können? Speed, ich habe es vorhin schon angesprochen, Schnelligkeit ist ein Riesenthema bei uns. Das heißt, wir haben heute eine Idee und hätten das morgen auch gerne umgesetzt. Das ist natürlich was, wo wir versuchen, mit den Prozessen und Lösungen, die wir ausrollen, genau dieses Wachstum und diese Agilität international auch weiter voranzutreiben und das als Procurement-Einheit nicht zu blockieren oder zu verlangsamen, sondern auch da mit der Company mitzugehen. Genau, also dann Pain Relief, ich meine, klar, ist das für eine Fachabteilung vielleicht eher unangenehm, diese Verhandlungen zu führen, ist es unangenehm, vielleicht auch Ausschreibungen zu machen, da versuchen wir wirklich so ein paar Pain Points für die auch einzufangen. Und in Anbetracht der Zeit gehe ich mal noch kurz zum Thema People and Customer Centric Mindset. Ich habe einiges davon schon angesprochen, für uns ist wirklich unfassbar wichtig, dass Procurement eine Serviceeinheit ist, dass wir eine ganz, ganz starke Verbindung zu unseren internen
externen Stakeholdern haben. Das heißt, das haben wir gemacht, dass wir angefangen haben, das aufzubauen. Primär haben wir erstmal geguckt, wie können wir eine gute Beziehung zu den internen Stakeholdern aufbauen, auf einem globalen Level auch. Ja? Weil im Endeffekt sind das die, denen wir helfen wollen und sind das die, mit denen wir auch zusammen was aufbauen wollen und im Endeffekt das Unternehmen voranbringen möchten. Ja? Das heißt, das ist unfassbar wichtig. Ich habe es gesagt, wir haben ein sehr diverses Team. Auch das Unternehmen selbst ist super divers. Wir sind mittlerweile über 100 Nationalitäten nur bei uns im Headquarter. Das heißt, das ist auf jeden Fall extrem spannend. Und auch das hatte ich vorhin gesagt, Mindset over Experience. Wir wollen einfach Leute, die hands-on sind, die Dinge nach vorne bringen. Ja? Und wenn das jetzt jemand ist, der vielleicht nicht 10 Jahre Erfahrung in dem Bereich hat, aber das Mindset hat und die Idee hat und unsere Vision mit rausbringen möchte, dann glauben wir einfach, dass das ausreicht und dass das die Dinge mit nach vorne bringen kann. Letzter Punkt, und ich glaube, das ist einfach auch wichtig. Wir versuchen natürlich auch weiterhin unseren Stakeholdern gut zuzuhören, versuchen viele Surveys zu machen. Und das klingt vielleicht erstmal so super abgedroschen, aber die Frage ist, was macht man mit so einer Survey am Ende? Und was wir gerade in den letzten Wochen jetzt wirklich unfassbar intensiv tun, ist zu gucken, wo sind wir noch nicht gut genug und wo brauchen unsere Stakeholder andere Dinge und wo müssen wir vielleicht unsere komplette Strategie auch anpassen. Ja? Also wir versuchen wirklich aktiv Actions auch abzuleiten aus dem Feedback unserer Stakeholder und vielleicht neue Kommunikationskonzepte zu erarbeiten oder Dinge zu vereinfachen und zu verändern. Also da versuchen wir auf jeden Fall zuzuhören. Genau, und an der Stelle würde ich einmal dann zu dir übergehen. Dann nehme ich dir den mal ab, vielen Dank. Gut, dann mache ich weiter mit unserem Cornerstone der Prozesse. Prozesse per se klingt erstmal irgendwie uncool. Hatten wir am Anfang auch so den Eindruck, sagen, okay, Prozesse in der New Economy brauchen wir eigentlich nicht. Warum? Wieso? Ja, wir laufen einfach los. Wir haben es gehört, ganz wichtig ist Speed, ganz wichtig ist Wachstum für uns, für die Organisation. Nichtsdestotrotz haben wir relativ schnell feststellen müssen, dass wir eine gewisse Grundstruktur an Prozessen brauchen. Sie sehen die Prozesse, Sie kennen die Prozesse. Nichts, wo wir jetzt ins Detail gehen müssen. Wichtig zu erwähnen ist natürlich, wenn wir als Start-up gestartet haben, unser Business kennt diese Prozesse nicht. Die haben noch nie davon gehört. Die fragen zum Teil oder haben am Anfang zum Teil gefragt, was ist denn Procurement? Warum seid ihr da? Was macht ihr? Und genau da helfen Prozesse, eine Struktur und auch die Struktur der Zusammenarbeit zu definieren. Was machen wir, wenn wir über Prozesse reden? Wir nehmen wirklich das Business, alle Stakeholder mit in ein Boot und sagen, okay, komm, wir reden jetzt über einen End-to-End-Prozess. Ein ganz wichtiges Thema für uns ist nicht nur zu sagen, ich nehme meinen Teilprozess, ja, also insbesondere im P2P, wenn wir jetzt über P2P reden, ist ja schon fast ein End-to-End-Prozess. Die Frage ist dann immer, reden wir wirklich über P2P oder reden wir über P2O, P2I? Worüber reden wir jetzt überhaupt? Ja? Und da ist uns wichtig, wir wollen gar nicht über P2P reden, eigentlich wollen wir über Source-to-Pay reden, ja, wenn wir darüber reden. Ja? Und dementsprechend hat man natürlich auch verschiedene Stakeholder im Boot. Ja? Wir haben das Glück, dass wir eine Finance-Innovation-Abteilung haben, die sich wirklich sehr intensiv auch um Prozesse kümmern und uns da sehr, sehr stark unterstützen. Und uns auch so ein kleines Toolkit mitgegeben haben, um sicherzustellen, dass wir auch die Stakeholder richtig approachen, richtig involvieren. Und im Endeffekt haben wir wirklich jetzt, ich glaube, über 300 Prozesse im Procurement bereits gemappt, ja, auch global gesehen. Wir entwickeln Blueprints an Prozessen, die wir dann in die Länder tragen, in die einzelnen Regionen, ob das Lateinamerika ist, ob das Asien ist. Diese Blueprints nehmen wir mit, aber diskutieren die auch lokal. Ja? Also wir möchten das harmonisieren, nicht standardisieren. Ja, es muss einen gewissen Grad an Freiheit für die lokalen Entitäten geben, das ist ganz wichtig. Sonst haben wir wieder das Thema People Management, wir müssen die auch bei der Stange halten. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig und das schaffen wir, wenn wir sie involvieren. Ja? Also wir haben gelernt, Involvement, insbesondere auch Prozesse, ist ganz, ganz wichtig. Auch hier der Punkt, wir nutzen ein Tool, das heißt Signavio, der eine oder andere kennt es vielleicht. Hat auch gewisse Approval Flows, was ich persönlich sehr gut finde, weil es ist was ganz anderes, als wenn wir sagen, ja, wir sitzen mal im Workshop zusammen einen Tag und dann sagen alle, ja, irgendwie ist es fein, was wir da besprochen haben. Nein, die Leute, die Stakeholder, die Business Partner, die wir haben, die müssen in dieses Tool gehen, müssen kommentieren und müssen auch approven. Das heißt, das ist auch nachvollziehbar, wer gesagt hat, welcher Stakeholder gesagt hat, der Prozess, den haben wir besprochen. Und der ist fein von unserer Seite aus. Und das gibt uns ganz, ganz viel
einfach Kraft, dementsprechend auch gewisse Sachen zu diskutieren, zu dokumentieren, auch in den gewissen Entitäten. Von dem Tool Segnavi, was nur eins unserer Tools ist, habe ich hier mal versucht, so eine kleine Solution Landscape aufzumalen, was wir schon alles gemacht haben. Wir haben es gehört, Procurement ist relativ jung, ja, bei Delivering Hero. Nichtsdestotrotz sieht man, glaube ich, wir haben relativ viel digitalisiert. Wir haben sehr, sehr viele Systeme schon implementiert, um das Leben von Procurement auch einfacher zu machen. Wir haben es gehört, Charlene hat vorhin angesprochen, wir versuchen uns auch als Innovationsdriver zu sehen und auch insbesondere unsere Stakeholder in den gewissen Categories die Innovation vor Augen zu führen. Oft wird dabei aber Procurement selbst vergessen. Ja, oft ist es so, wir pushen die Innovation zu unseren Stakeholdern, aber wir selber arbeiten noch mit Papier und Bleistift. Und das wollen wir anders machen. Wir sind da sehr, sehr digitalisiert. Wir haben viele Lösungen. Ich kann gar nicht auf alle eingehen, die wir hier haben. Es gibt auch einige, die wir schon wieder abgesetzt haben, weil wir dann auch gesagt haben, okay, vielleicht war es jetzt nicht die richtige Lösung oder wir haben eine bessere Lösung gefunden. Sie sehen auf jeden Fall, die Landscape ist voll bis Ende des Jahres. Und natürlich das Ziel für uns auch als zentrale Funktion ist es, so ein Center of Excellence zu sein und dementsprechend diese ganzen Solutions auch mit der Welt zu teilen. Ja. Ich habe mal drei Solutions rausgesucht. Die einen oder anderen kennen das vielleicht. Das ist hier unsere P2P-Lösung zurzeit. Das ist Ariba, SAP Ariba. Wir haben eine sehr, sehr stark SAP-gedrivene System-Landscape. Das heißt, wir haben S4HANA in place und dementsprechend auch die ganzen anderen SAP-Produkte, auf die wir jetzt nicht eingehen müssen, aber dementsprechend hat das für uns einfach auch Sinn gemacht, SAP Ariba als Buying-Lösung zu etablieren. Was für uns da sehr interessant war, ist natürlich, dass es einfach zu integrieren ist an der ersten Stelle. Aber auch unsere Vision ist, wir wollen ein Self-Service-Tool entwickeln. Ja. Ich sage immer, das soll so ein bisschen Amazon-like sein. Die Leute, die im Unternehmen kaufen, warum müssen die schwierige SAP-Bestellungen anlegen oder Bestellanforderungen ausfüllen? Im Endeffekt sollte das Feeling sein, wie als wenn sie privat irgendwie ein neues T-Shirt kaufen bei Amazon. Ja, also das ist so ein bisschen die Vision, die wir haben. Wir sind noch nicht ganz da, weil natürlich gewisse Sachen kennt man im Privaten gar nicht. Ob das jetzt Warengruppe ist, ob das jetzt ein Wareneingang ist. Ja, das mag für den einen oder anderen komisch klingen, aber da haben wir sehr, sehr viel Diskussion mit unseren Stakeholdern. Warum muss ich dann jetzt einen Wareneingang machen? Ja, mache ich ja zu Hause auch nicht. Und das sind so die Diskussionen, die wir da haben. Aber Ariba hilft uns, da wirklich auch einen automatisierten Prozess zu erstellen. Das heißt natürlich automatisierte Approval Flows, automatisierte Allokation von Warengruppen zum Beispiel und dann natürlich auch automatisches Payment im Endeffekt. Ja, Three-Way-Match-Payment, alles automatisch. Also eine sehr gute Lösung, die wir natürlich auch global ausrollen. Eine andere Lösung, die auch SAP-basiert ist, ist das SAC, das SAP Analytic Cloud. Da haben wir ein Spend-Dashboard gebaut, beziehungsweise wir sind dabei, einen Spend-Cube zu bauen, wo man wirklich aus allen Dimensionen die Daten analysieren kann. Zurzeit ist es noch eher so in die Richtung Dashboard, aber wir haben schon sehr, sehr viele Fortschritte da gemacht. Integriert Live-Integration, die Daten werden alle 15 Minuten abgedatet. Man kann wirklich in verschiedene Level reingehen, verschiedene Commodity-Codes sich angucken. Also nicht nur auf dem IT, sondern ich kann dann in IT-Software, in Licenses etc. reingehen und sehen, was der Spend ist, was die Supplier sind, wie der Spend auch über unsere Entitäten verteilt sind. Sie sehen da hier unten so eine kleine Weltkarte. Dementsprechend sehe ich da dann auch, okay, Korea hat in dem Bereich so und so viel Spend, Lateinamerika hat so und so viel Spend. Also sehr, sehr schön auch visualisiert durchaus. Und das bringt uns natürlich immer einen Schritt weiter in die Richtung, in die wir eigentlich gehen möchten, wenn es dann wirklich um das Thema Transparenz, Data-Transparenz geht, ist es sehr, sehr wichtig. Und da sind wir natürlich auch noch nicht voll fertig mit dieser Lösung. Auch ein ganz großes Thema, was wir haben, ist, wir haben global, ich glaube, 50 Länder. Und da wir nicht nur organisch wachsen, sondern auch durchaus anorganisch, haben wir natürlich auch andere ERP-Systeme im Backend. Und das ist eine Herausforderung, die dann auch alle zu konsolidieren in so einem Dashboard. Ja. Aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg
und haben wirklich sehr, sehr gute Daten, die wir dann natürlich auch als Self-Service, insbesondere unseren Procurement-Experts, wie zum Beispiel Charlene, zur Verfügung stellen, sodass sie dann einfach sich die Spends oder die Spend-Aufteilung einfach angucken können. Als drittes Tool, was ich hier nochmal ein bisschen intensiver vorstellen möchte, ist unsere virtuellen Kreditkartenlösung. Ich weiß, viele Unternehmen haben gar kein Kreditkartenpayment mehr, weil es immer schwierig war. Für uns gehört Kreditkarte oder Zahlung mit Kreditkarte einfach dazu. Ja, das ist gerade, wenn wir über gewisse digitale Tools reden, dann gibt es da zum Teil gar keine andere Möglichkeit, als mit Kreditkarte zu bezahlen. Und wir haben schon, also wir haben die Solution jetzt ungefähr 1,5 Jahre in live geschaltet. Und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Lösung für uns. Früher sind wir wirklich mit einer Plastikkarte rumgelaufen, die auf unseren CFO ausgestellt war und haben versucht, damit irgendwelche Payments zu machen. War nicht ganz so einfach, war nicht ganz so compliant. Insbesondere, wenn es dann irgendwelche Auto-Renewals gab bei Subscription, war das immer ein bisschen schwierig. Dementsprechend haben wir uns gesagt, okay, wir brauchen eine Lösung, wie wir unsere Kreditkarten-Payments, die durchaus relativ häufig vorkommen, also nur so als Zahl, wir haben ungefähr 500 Kreditkarten-Payments im Jahr. Also das ist schon relativ viel. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, wir wollen dafür eine compliant Lösung haben. Und da sind wir dann vor 1,5 Jahren auf die virtuelle Kreditkartenlösung von American Express gestoßen. Wir haben mit denen zusammen das Tool genutzt. Wir haben einen Prozess entwickelt. Wir haben in diesem Tool auch einen separaten Approval Flow. Das heißt, wir haben wirklich auch die Compliance geschaffen. Wir haben es zu unseren POs gelinkt. Das heißt, wir müssen immer eine PO haben, bevor wir eine Kreditkarte haben. Wir haben die Möglichkeit, Kreditkarten zu limitieren, zeitlich zu limitieren, vom Value zu limitieren, von den Abbuchungsversuchen zu limitieren. Das heißt, wir sind da wirklich sehr, sehr flexibel. Wir können sie monitoren, wir können Reports bekommen. Und was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist, es reduziert einfach für uns auch Arbeit. Ja? Weil natürlich der Vorteil, den wir haben, auch beim Kreditkartenpayment, ist, dieses ganze Thema Supplier Onboarding können wir ein bisschen darauf verzichten, was durchaus uns sehr, sehr viel Zeit auch in den operativen Prozessen spart. Da auch einfach ein sehr, sehr gutes Feedback von unseren Stakeholdern. Die finden diese Lösung super. Sie kriegen nämlich dann, wenn ihre PO bestätigt ist, am gleichen Tag kriegen sie eine PDF zugeschickt per Mail, wo diese virtuelle Kreditkarte zur Verfügung steht. Und sie können die so selbst als Selbstservice auch nutzen. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Lösung. Wir erhalten viel positives Feedback dafür. Dementsprechend sehr, sehr gute Lösung. Natürlich haben wir jetzt viele Lösungen, Sie haben es vorhin gesehen. Nichtsdestotrotz möchten wir auch weiterhin natürlich innovativ sein, weiterhin weiter nach Lösungen gucken, uns auch mit den neuen Technologien, ob es künstliche Intelligenz ist, ob das Blockchain ist. Wir wollen uns da weiter mit beschäftigen, auch durchaus intensiv, um wirklich den Anschluss nicht zu verlieren, weil wenn die Business-Abteilungen sehr viel innovativer sind als Procurement, dann ist das immer schwierig, wenn da so eine Diskrepanz ist in der Zusammenarbeit. Und da haben wir wirklich sehr, sehr viele Use Cases, an denen wir arbeiten. Vielleicht eine Sache noch, was Sie sehen hier. Ich habe vorhin Ariba angesprochen als unser P2P-Tool. Hier haben wir noch die anderen Module von Ariba. Sie wissen vielleicht, Ariba ist eine Suite. Das heißt, wir können auch Sourcing machen, wir können auch Contracting machen, wir können auch Risk machen, Supplier Management, alles. Und das ist jetzt so das, was wir gerade gekickoffed haben, auch global, und sagen, okay, wir wollen diese ganze Suite nutzen, wir wollen wirklich alles in einem Tool machen, weil dann erst haben wir den kompletten Value damit. Und das ist jetzt unser Projekt, was wir jetzt gerade gekickoffed haben. Ende des Jahres wird es fertig sein. Also auch wieder relativ schnell, was zu dem Thema Speed kommt, Speed passt, was wir vorhin angesprochen haben. Nichtsdestotrotz, glaube ich, sind wir auf einem sehr, sehr schnellen Weg unterwegs, auf einem sehr guten Weg unterwegs, aber wir haben natürlich auch gewisse Learnings, die wir generieren. Und Charlene, genau.
kann da noch mal was kurz zu sagen. Wichtiges Thema, Kommunikation und Change Management, egal wie jung, egal wie agil ein Unternehmen ist, auch sowas müssen wir genauso machen. Wir müssen genauso alle Leute abholen, wir müssen genauso überlegen, wie können wir überhaupt alle Leute erreichen, wie können wir allen Leuten sagen, hey, es gibt da jetzt ein System, das ihr nutzen könnt, und wir versuchen so ein bisschen natürlich das für uns angepasst auf eine coole, moderne Ebene zu machen. Natürlich versuchen wir viel über auch E-Mail zu kommunizieren, um wirklich alle zu erreichen, wenn wir wirklich ein System ausrollen. Wir haben ein paar ganz coole Sticker in einem Workshop entwickelt, die jeder auf dem Laptop hat. Save You Must war immer hier unser Highlight. Das hat tatsächlich jeder irgendwie auf dem Laptop kleben, auch unsere Stakeholder, was natürlich cool ist, weil das die Beziehung da so ein bisschen stärkt. Wichtig ist einfach, dass man von Anfang an das kommuniziert. Ja? Dass wir von Anfang an alle im Boot haben, alle abholen, dass wir das auf einem einfachen Weg machen, dass wir den Leuten verständlich machen, es gibt einen Mehrwert, der dahinter liegt. Genau, das ist das, was wir auf jeden Fall versuchen und was wir auch noch besser machen müssen in der Zukunft. Jetzt ist die Zeit abgelaufen. Ich bin so frei und nehme noch 30 Sekunden für die zweiten Learnings, die wir hier gesammelt haben. Natürlich ist ein ganz großer Punkt auch unsere Unternehmenskultur. Ja? Also ich glaube, das enabled uns auch in vielen Punkten einfach zu sagen, okay, wir haben so ein Growth Mindset, wir haben einer unserer Values, unser Company Values ist, we always aim higher. Ja? Das heißt, wir wollen uns immer verbessern, die Company will sich immer verbessern. Und das ist natürlich für uns ein sehr, sehr guter Punkt, sich da anzusetzen und zu sagen, okay, wir wollen zusammen wachsen, wir wollen zusammen besser werden und wir wollen zusammen Lösungen entwickeln. Das macht es natürlich sehr, sehr viel einfacher für neue Departments wie wir zum Beispiel. Auf der anderen Seite haben wir auch Challenges. Ja? Also eine Challenge, ganz wichtig, ist so dieses Involvement. Ja? Leute, die Procurement nicht kennen und immer alles selber gemacht haben, warum sollen sie jetzt auf einmal Procurement involvieren? Ja? Sie wissen, sie kennen doch ihre Supplier, sie kennen doch den Markt. Warum muss jetzt Charlene im HR- oder Travel-Bereich da unter die Arme greifen? Es gibt doch durchaus Leute, die das schon 10 Jahre lang gemacht haben. Warum muss es jetzt Procurement sein? Und das ist natürlich wieder auch eine ganz, ganz wichtige Sache, wo wir sagen, wir machen sehr, sehr viel internes Marketing, Überzeugungsarbeit ist eine ganz, ganz wichtige Sache da. Und natürlich, je größer wir werden, je compliner wir werden, je mehr Risiko wir minimieren, desto langsamer werden wir. Ja, und das ist so ein bisschen schwierig zu vereinen, Speed und Growth und dann Compliance oder Procurement Compliance, was natürlich auch in die Richtung Savings geht. Savings zu generieren dauert halt seine Zeit. Ja, man muss halt Verhandlungen machen. Und das sind so die Challenges, die wir facen, wo wir aber sicher sind, dass wir die auch gelöst bekommen, die wir teilweise schon gelöst haben, aber die es natürlich durchaus schwierig, herausfordernd machen, teilweise. Und damit sind wir beim Ende unserer Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und zurück an Thomas. Oder danke auch von mir, Riesenapplaus. Das war ein fantastischer Einblick. Vielen Dank. Wir haben übrigens auch ein Publikumsmikrofon. Das heißt, wenn jemand von euch noch eine Frage hat, gerne die Hand heben. Wir kommen dann mit dem Mikrofon zu euch. Ich habe auch zuerst eine, ihr habt noch eine Minute zum Überlegen. Mich würde nämlich interessieren von dir, Charlene. Ich habe gerade mal recherchiert. Du warst, dein letzter Job war bei Daimler im Procurement vorher. Das ist ja, da gibt es Gemeinsamkeiten. Ihr seid beide Unternehmen sind im DAX. Aber abgesehen davon ist es ja wahrscheinlich auch ein einigermaßen harter Kontrast, was so die Unternehmenskultur angeht. Hast du ein Highlight, worin sich die Einkaufsorganisationen von euch, von Delivery Hero und Daimler unterscheiden? Wo ist da, was kann der eine besser als der andere? Wo fühlst du dich wohler? Natürlich jetzt bei Delivery Hero. Hast du ein Highlight, wie die sich unterscheiden? Ich hatte, um kurz auszuholen, natürlich den Vorteil, dass ich vorher bei Zalando war. Also ich hatte erst Zalando, dann hatte ich Daimler und dann hatte ich aus den zwei die Möglichkeit zu gucken, wo will ich eigentlich hin, und habe dann entschieden, ich will eben zurück in diese moderne Welt, sage ich mal. Einer der größten Unterschiede ist natürlich, würde ich jetzt sagen, dass es weniger politisch ist, auf vielerlei Hinsicht. Du hast einfach die Möglichkeit, schöner mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Also das Stakeholder-Management, gerade als Einkäuferin im Bereich, würde ich sagen, läuft auf jeden Fall moderner, ist auch mehr hands-on. Dann quatscht man mal einfach kurz beim Kaffee und macht einfach ein neues Projekt daraus, ohne dass man das jetzt lange plant und dann, ne, also so ein bisschen auf eine verkopfte Ebene bringt. Das ist ja genau das, was man sich auch so vorstellt, genau. Aber das kannst du bestätigen, das ist gut zu erfahren. Hat jemand von euch eine Frage? Wir würden gerne mal dieses Publikumsmikro ausprobieren. Wunderbar, da ist die Frage. Eine Sekunde, Mikro fliegt quasi zu dir.
Es ist auch speziell Corona-tauglich. Du darfst das nicht anfassen. Das hat. das ist leider so. Wenn es jetzt noch anginge, wäre das fantastisch. Nochmal, probier nochmal. Ich habe die Frage, warum oder wie ihr dazu gekommen seid, so ein so modernes, junges Unternehmen mit Ariba zu arbeiten, mit 20 Jahre alter Technologie. Spannende Frage. Ich habe es vorhin schon angesprochen, wir sind sehr, sehr stark SAP-driven. Ja? Also wir haben wirklich, ich glaube, eine 100-Mann starke SAP-interne Abteilung. Wir nutzen alle SAP-Lösungen von Qualtrics, Concur, wirklich im Endeffekt das ganze Portfolio. Und insbesondere der Einfluss unserer Finance Systems, so heißt die Abteilung für uns, ist ein sehr, sehr großer. Und dann ist natürlich ein Integrationsaufwand einfach sehr viel geringer, wenn wir sagen, wir wollen eine globale Lösung haben, die global mit SAP funktioniert. Und das war eigentlich dann der ausschlaggebende Punkt. Ja. Außerdem haben wir gesehen, Sie haben recht, SAP Ariba ist natürlich eine relativ alte Lösung und wir haben auch unsere Tücken, sage ich mal. Ja. Wir haben auch unsere Diskussionen, insbesondere was so Support angeht, was Schnelligkeit angeht, was Customizations angeht. Da sind wir durchaus auch mal anderer Meinung als Ariba. Nichtsdestotrotz sind wir da sehr überzeugt von, dass zum Beispiel die Guided Buying Lösung eine der Lösungen ist, die für unsere Customer am userfreundlichsten ist. Auch einfach auf einem globalen Level gesehen, durch diese lange Erfahrung von SAP Ariba, haben die natürlich auch den Support in den einzelnen Regionen, was für uns einfach sehr, sehr vorteilhaft ist. Danke. Super, vielen Dank. Wobei, eine Frage schaffen wir noch. Mikro ist jetzt bei dir. Super, vielen Dank. Selber als konzerngebundenes Unternehmen interessiert mich ein Thema. Wir sind auch weltweit unterwegs. Ihr sagt, ihr stellt das Thema Harmonisierung über Standardisierung. Für uns auch ein ganz wesentliches Thema. Würde mich mal so ein kleines Blitzlicht interessieren. Ein Beispiel aus der Praxis, wo ihr genau das tut. Weil das ist so schnell gesagt und so leicht gesagt. Wir tun uns durchaus schwer damit, die Grenze zu finden, wo wir sagen, bis dahin standardisieren wir und darunter lassen wir eigene Prozesse wiederum zu. Wo legt ihr da die Grenzen? Sehr gute Frage. Was wir tun ist, wir haben Procurement Policies. So, das ist quasi unser Frame. Wir haben aber keine globale Procurement Policy zurzeit. Ja? Das heißt, wir haben eine Procurement Policy, die ist jetzt für Europa gilt für Europa. Wir haben eine Procurement Policy, die ist natürlich angelehnt an die europäische für Lateinamerika, für Asien etc. Das heißt, der Frame ist der gleiche. Aber es können zum Beispiel Sachen angepasst werden, wenn wir über Approval Limits reden, können wir sagen, okay, bei dem einen sind es vielleicht 100.000 Euro, beim anderen sind es vielleicht 80.000 Euro, weil es einfach mehr Sinn macht. Ja? Weil wenn wir auch über andere Währungen reden, ist die Währung natürlich eine ganz andere Wertigkeit in Pakistan zum Beispiel, als es jetzt vielleicht in Singapur der Fall ist oder als es in Argentinien der Fall ist. Ja? Dementsprechend sagen wir, okay, wir passen das an und wir lassen diese kleinen Abweichungen zu. Ich kann immer noch aus meinem operativeren Bereich ein gutes Beispiel nennen. Wir müssen auch ein bisschen auf die auf den regionalen Headcount gucken. Ja? Und es gibt halt gewisse Prozesse, die sind sehr auch humankapitallastig. Das heißt, wir haben zum Beispiel auch gewisse Trainings, gewisse Checks, die wir machen im operativen Einkauf. Aber dafür braucht man Headcount. Und wenn wir jetzt sagen, wir bauen eine Procurement-Organisation auf, da gibt es vielleicht keinen operativen Einkäufer. Ja? Und dann müssen wir halt gucken, wie können wir es trotzdem abbilden, dass die drei Leute, die jetzt in Pakistan sitzen, trotzdem so nah wie möglich an unsere Prozesse kommen. Ja? Und das funktioniert nicht mit Standardisierung, das funktioniert mit Harmonisierung. Und ein wichtiger Punkt da ist auch noch, bei uns funktioniert es generell ein bisschen anders, weil wir haben kein Top-Down-Modell. Das heißt, ich gehe nicht in die Länder und sage, ja, ihr müsst jetzt Ariba nutzen. So funktioniert generell Delivery Hero nicht, sondern wir geben unseren Entitäten sehr, sehr viel Freiheit. Das heißt, die können eigentlich lokal tun oder lassen, was sie wollen. Deshalb machen wir sehr viel Marketing und wir überzeugen die Leute. Ja, wir sind quasi Procurement-Botschafter, wenn ich das so sagen möchte. Und überzeuge sie wirklich, aber überzeugen geht auch nur mit Involvement und gewisser Freiheit.
Vielleicht ein ganz kleines Beispiel auch aus dem Category-Bereich. Wie machen wir das da? Ich glaube, ganz viele Länder verstehen Sourcing ganz, ganz anders. Jetzt haben wir zum Beispiel gelernt, in Korea ist wirklich to squeeze a dry towel ist so das Motto, wie man Einkauf dort macht. Für uns ist das vielleicht eben diese Value Generation. Was wir aber dann nicht machen, ist, denen das Konzept überzuhäufen und zu sagen, so müsst ihr jetzt einkaufen, so muss ein Sourcing-Projekt funktionieren. Sondern wir verstehen auch, dass wir voneinander lernen müssen und das auch auf einem langsamen Weg vorbereiten müssen, ihnen zu erklären, wie kann das auch aussehen. Und dann versuchen wir auch wirklich so Category Councils global aufzustellen, wo wir voneinander lernen und denen auch einfach klar machen, hey, wir wollen auch lernen, wie ihr das macht und wir können euch erzählen, was ist der Mehrwert, wie wir das machen und wie könntet ihr es anpassen. Und das ist dann eher ein offener Dialog. Ich glaube, das ist vielleicht ein Unterschied. Super gut, vielen Dank. Weitere Fragen schaffen wir leider nicht. Jetzt haben wir schon ein bisschen überzogen, aber ich glaube, das ist okay, weil es auch spannend war. Vielen Dank nochmal, einen Riesenapplaus für Charlene und Marian. Sehr cool, dass ihr dabei wart. Dankeschön.